Dann tritt ein Mann nach vorne, groß, stattlich, fast 2 Meter groß. Wyburn, der Stählerne, zweiter Wachoffizier, der dann die schweren Planken nach unten tritt und seine beiden Balestrinas spielerisch in den Händen hält und dann Jalan direkt in den Bauchraum hält. Und dann schielt herunter, schielt wieder herauf, bringt seine zuckende Schwerthand unter Kontrolle. Wiebum. Der Frosch ist wieder da und diesmal in Gold. Willkommen. Ihr lebt ja noch. Du lebst auch noch. So, haben wir uns also entschlossen, jetzt doch noch mitzukommen. Hab schon gerade eben in der Offiziersbesprechung einiges gehört. Dann ist jemals im Zweifel. Heute Könnt kommst du gerne nicht mehr drum reinkommen. Könnt herbei, gerne ne? Das hätte er reinkommen. uns bringen können. Er winkt dich mit seiner Pistole direkt vor deinem Bauch, direkt vor dem Kettenhemd, winkt er dich einfach in Richtung der Planken. Du bist eingeladen. Danke. Also könnt ihr nach und nach alle an Wyburn vorbeigehen, bis dann Kiaras vor ihm steht und der legt dir die Pistole direkt an den Kopf. Och, komm schon. Ich würde gerne Besorex Sturmtaucher sprechen. Der hat keine Lust mehr auf dich. Oh, du hättest ihn schreien hören sollen. Nun, das ist sehr bedauerlich. Ja, genau. Dann werde ich mich bei dem Mann wohl nicht entschuldigen können. Entschuldigen? Er hat keine Ahnung, wer du bist. Du hast den Schwur nicht Nun, das geleistet, also ist bleibst du wohl hier hier. nicht unüblich, dass hier niemand weiß, wer irgendwer ist. Willst du mich verarschen? Nein. Willst du mich verarschen? Du hast doch gar keine Ahnung, was hier oben abläuft. Hast du Ahnung, was hier unten abläuft? Das interessiert mich Zorgern. Ja, eben. Also, du kommst nicht auf das Schiff. Das ist schade. Guter Mann, ihr könnt ihn gerne den Zugang zum Schiff verwehren, aber ich würde sehr vorziehen, wenn ihr eure Pistole von seinem Kopf entfernen würdet. Er legt jetzt seine zweite Balestrina an deinen Bauchraum. Das würde ich nicht tun. Ihr verliert sehr schnell euren Kopf, wenn ihr das tut. Können die Herrschaften wohl ihre alanfanischen Befindlichkeiten einen Moment lang zügeln? Der Mann kann sich mir gegenüber gerne benehmen, wie er will, aber er spricht hier mit einem alanfanischen Granden, den er nicht bedrohen wird, solange ich anwesend bin. Verzeiht, Herr Wachoffizier, dies ist ein Kriegsschiff, nehme ich an. Das wurde mir Korrekt. zumindest mitgeteilt. Dann sollte doch die entsprechende Disziplin hierauf herrschen. Sicherlich entscheidet der Kapitän, wer an Bord gehen darf und wer nicht. Ja, und ich bin seine Vertretung. Und der Kapitän hat eindeutig gesagt, dass Ihre Gnaden Karinor nicht an Bord gehen darf. Der Kapitän hat gehört, was Resovik Sturmtaucher gesagt hat und nimmt das zur Kenntnis. Was Er soll er nimmt sonst es zur machen? Kenntnis oder es ist sein ausdrücklicher Wunsch, dass seine Gnaden Karinor nicht an Bord gehen darf. Es gibt explizite Order, dass jeder, der an Bord ist, diesen Schwur geleistet hat, weil es in letzter Zeit einen Verräter gab, den wir mit solchen Mitteln unter Kontrolle haben können. Das ist nur allzu verständlich. Meines Wissens nach ist Ihre Gnaden Karinor bereit, diesen Schwur zu leisten, ob an Bord oder abseits davon. Bist du eine wie Helena, oder? Wer wie Ja, wie sagt Helene? ja. Ja, so eine Magierin in Weiß. Ja, das bin ich, offensichtlich. Isarun von Spogesen. Was auch Maia immer. Magistra. Ja, schön. Ihr seid keine Bordmager, sondern nur Gast. Dementsprechend könnt ihr euch eure Titel in Jahre schmieren. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann darf der Frosch mit Sanin sprechen. Könnt ihr ihn ja mal darum bitten, dass Resovik noch ein weiteres Mal rauskommt. Bin ich mal sehr gespannt, ob er das zulässt oder nicht. Aber bis dahin betrittst du diese Planke nicht. Und du, Ja, dann Großer, würdet ihr wohl. kannst mir drohen, so viel du willst, aber wenn du mir irgendwas antust, dann wirst du genauso wie er hier fallen. Mein Herr, ich bedrohe euch überhaupt nicht. Ich würde jetzt noch mal Kiaras zurückdrängen, dass ich vor Kiaras stehe. Also er kann weiter die Pistole in meine Richtung richten, aber ich möchte vor Kiaras stehen. Ich kann nur nicht zulassen, dass ihr einen anderen farnischen Granden in meiner Anwesenheit verletzt. Das könnt ihr sicher verstehen. Kann ich verstehen. Danke. Ach, Alan Fager. Ja, Vibo dreht sich dann um, lässt euch beide dann außerhalb stehen und die anderen können ohne Probleme dann das Schiff betreten. Der Eisbär ist wohl auch noch irgendwo bei dir, Rafim.
Ja, den würde ich auf meine Schulter setzen. Ja, gut. Dann sind Isarun und Adeptus Magelup Abelmir sind dran. Aviander ist drin, Yarlan und Boltax. Ja. Zum Glück habe ich die Tropfen genommen. Was ist das hier für eine Kinderstube? Nun, offensichtlich ist Kiaras Karina nicht der Einzige, der sich diesen Verrat zu Herzen genommen hat. Ja, sieht so aus. Jetzt nehmt ihr mal bitte die Beine in die Hand, dass wir hier loskommen. Sicher doch. Passt auf den Kurzen auf, dass er nicht doch noch von Bord springt. Ja, sicher. Wieso sollte ich von Bord springen? Da unten ist Wasser. Wasser und Zwerge. Ne? Nicht so gut, ne? Ja, schaut mal, hier schöne Steineichenbohlen, die schwimmen gut. Das ist richtig. Gut, ich nehme meinen Hut ab und klopfe an der Kapitänskajüte. Ja, du kannst dann erstmal in Richtung von der Kapitänskajüte gehen. Wir sind da mehrere Türen. Kannst dann auch in den großen, stattlichen Waldmenschen-Wachen vorbeilaufen, die sicherlich so groß gewachsen sind wie Rafim. Der eine ist auch Kor Akulut, das kannst du auf alle Fälle erkennen, so wie er da seinen muskelgezeichneten Körper verziert hat mit irgendwelchen Schmuck und Brandnarben. Du kennst ihn schon, hey Momu, der dich das letzte Mal schon mit einem Speer bedroht hat und dir ihn auch in den Rücken gestochen hätte. Er hat's versucht. Er hätte es getan, aber hat es dann nicht getan, nachdem du klein beigegeben hast. Kannst an deinen verschiedenen Kajüten vorbeilaufen, hörst da wohl noch aus der linken Seite noch miauen. Du erinnerst dich an die Szene mit den Katzen und dem Hund von Verdaios. Dann stehst du vor der Kapitänskajüte, kannst klopfen und siehst da, wie gerade Anabt Gata Sedilion, der Zahlmeister, mit einem großen Buch aufgeschlagen, direkt neben Sanin sitzt, hinter einem großen Schreibpult. Du erkennst den Raum wieder, hattest schon das ein oder andere Mal dann dieses Ruhelager des Kapitäns erblicken können mit den Gästekojen, einen großen Kartentisch, goldene Zirkel, Magnetsteine, Volvelen, Tafeln zur Berechnung von den Gezeiten, Portulanen, also Atlanten mit Küstenkarten, Modelle von der Seeadler, irgendwelche kleinen Schiffchen, die hier beheimatet sind in Flaschen, ein Holzstich von Pericum, was hier auch noch an der Wand hängt, ein Othulu-Großschild, also dieser Raum ist proppevoll mit irgendwelchen Mitbringseln aus zahlreichen Küstenerkundigungen. Und du siehst in das ungefähr 60, 70 Jahre alte Gesicht von Ratral Sanin dem 12. Hast du vor 2 Tagen schon erblickt und er schaut dich an, nimmt seinen Zwicker ab und guckt dich finster an. Ja, rotiere einmal. Admiral? Berecht. Der Alan Farner hat sich dazu entschlossen, sich doch im Schwur eures Kommandos zu unterwerfen. Ich kann verstehen, dass Resovigi nicht mehr an Bord haben will, aber ich bitte euch persönlich darum, ein Auge zuzudrücken. Was für ein Problem hat der Mann? Mir wurde gesagt, dass er gerne bereit ist, auf Freya und Effa zu schwören und gerne auch auf Praios, aber er will weder auf das Schiff noch auf mich vereidigt werden. Nun, der Praios-geweihte Zorn, der ihn ob des Verrates von, wie war ihr Name, Xordai, erfasst hat, hat sich wohl schändlicherweise und natürlich irrtümlicherweise gegen euch gerichtet. Dies wurde behoben. Dann solltest du dich als Praios-Geweihter mal ganz dringend um ihn und seine Rachegelüste kümmern. Ich kenne diesen Mann nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Und wenn er einen Groll gegen mich hegt, dann lass ihn doch einweisen in Pericum. Ich hab gehört, die haben da ganz gute Kloster. Um das Wilbo haben sie da wieder ordentlich bekommen. Ich versichere euch, ich werde ihn für die Dauer der Überfahrt unter Kontrolle haben. Dafür werde ich schon sorgen. Ein Problem. Sag Havalu Bescheid, er soll ihn mal in Augenschein behalten. Das ist eine ständige Leibwache an Bord. Damit ihm nichts passiert. Es wird geschehen. Ich werde ihm den Schwur selbst abnehmen, um das Gemüt des Sturmtauchers nicht zu belasten. Frag draußen mal, wenn jemand weiß, wo die Tonne ist, na gut. Resovig wird zu verärgert sein, um mit dir oder deinen Kameraden zu sprechen, aber wenn du Fusakel draußen siehst, dann frag ihn nach der Tonne. Er weiß dann schon Bescheid. Und jetzt raus. Schlag die Haken zusammen. Geh aus der Kajüte. Nur dann nehme ich direkt Havalu mit.
Großer, komm mit, Kapitänsbefehl. Ja, ich mach'n. Ich zeig dir noch runter über die Reling, er steht ja schon an der Seite. Siehst du den Kleinen da unten, nicht den Großen? Du bist ab jetzt deine Leibwache, damit nichts passiert. Havalu verstehen. Ja, legt sein Schild beiseite und nimmt dann den Speer in zwei Hände. Mit Mordlust in den Augen tritt er dann erstmal an den Steg heran und wartet dann geflissentlich, bis Karinor dann irgendwann mal nach oben tritt. Ich kann Sandrafins Augen schon wieder funkeln sehen. Etwas trete ich dann über die Planke hinab. Ja, während du gerade drin warst, kann Iserun erkennen, wie wohl ein Matrose mit einer Fiedel auf dich zukommt und so ein bisschen herumklimpert. Ah, eine holde Maid, eine Magierin. Gestatten, ich bin Ramingerz. Ich bin der Moraloffizier hier und dafür zuständig, dass es unseren Gästen gut geht. Zwinkert er dir zu. Alles klar, sehr erfreut, Moraloffizier. Darf ich deinen Namen mal fragen, holdes Fräulein? Ihr dürft meinen Namen erfragen, wenn ihr mich nicht wieder Holdes Fräulein oder Holde Maid nennt. Jawohl, wie darf ich dich denn sonst nennen? Major Magistra Iserun von Spogelson. Kann ich dich Major nennen? Ich bin mir sicher, dass ihr das könnt, das wäre aber nicht korrekt. Ah, ihr seid genauso humorbefreit wie die anderen, schade. Ich fürchte, das bringt der Beruf mit sich. Ja, dann fiedelt er wieder ein bisschen weiter und dreht sich wieder um. Die anderen scheint er wohl nicht weiter zu beachten. Und er hält sich da wohl auch gerade mit seinen Kameraden und die lachen ihn erstmal aus. Hier, während wir da noch unten warten, werde ich mich mal zu Karino umdrehen und ihm jetzt aufflüstern. Verlasst nicht meine Seite, solange sie auf dem Schiff sind. Werde ich nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. Und wir stehen immer ein Talent vor. Dieser Mann ist tatsächlich auch der Grund, warum ich so widerspenstig war. Ja, er würde sich kurz aufrichten und dann nochmal an dein Ohr beugen. Ihr seid ein grander Anfass. Braucht euch nicht rechtfertigen, ihr habt recht. Dankeschön. Ja, dann nicke ich und stelle mich jetzt neben Kieras. Ja, dann kommt dann die Planke runter. Steht Vibon nach unten oder war das schon oben? Vibon ist mittlerweile nach oben getreten, den interessiert das gerade nicht mehr. Und er wird auf dem Achterdeck gerade Position nehmen, wird da wohl gerade mit dem alten Fran Sylfur reden, dem Steuermann und ein paar Navigationsoffizieren, die da mit irgendwelchen Karten dann hantieren. Ja, dann ist er mir auch egal, wenn er nicht da ist. Komm ich runter, stelle mich vor die beiden hin. Captain sagt, er läuft an Bord. Massieren mir kurz die Schläfen. Ich nehme euch den Schwur ab und dann haben wir das, ja? Sehr gut. Bringen wir es hinter uns. Doch, der Vibon. Oh Gott. Wo habe ich es? Ach ja, hier. Ich ziehe mein Ritualmesser heraus. Und halte ihm das halt Griff voran hin. Nun, ja. Machen wir es schnell. Goldener Herr Prius, stämmischer Herr Effert, ich will euch den Schwur dieses Mannes hier anempfehlen. Dass ihr seine Worte hört und ihnen Gewicht verleiht. Hört ihr also, Keras Karinor, Ritter der Rose, den Befehlen und den Worten des Kapitäns Sarnin zu gehorchen, nach dem besten Willen und Wissen der Götter, den Herrn Effert und seine 11 Geschwister zu wahren und zu ehren, solange ihr an Bord seid? Ich schwöre, die Befehle des Admirals zu befolgen bei Raya, bei Effert und allen anderen alveranischen Göttern. Ihr müsst euch noch schneiden. Ja, ich nehme den Dolch und schneide mir den Daumen. Nehme das Messer dann wieder ab und halte es in den Sonnenstrahlen. Nun, Blut gegeben und Worte gesprochen. Hört sie und seht es. So soll es geschehen. Und wische ich es ab und stecke es wieder weg. Und dann kommt. Der Große da oben ist euer Begleiter. Also gut. Auf ihm, bitte, keine Schlägereien an Bord. Keine Sorge, solange Kiaras unversehrt bleibt, bleiben die Männer es auch. Und haltet den Bären vielleicht von den Katzen fern. Wird ziemlich groß.
Ich würde den Bären bei mir behalten. Vielen Dank für den Tipp. Dann geht's an Bord. So, wo war denn jetzt der Zwerg? Voltax, komm mit. Ja. Wohin? Nach vorne. Da wird er wohl sein. Ja, ich wollte gerade Kiaras noch bitten, kurz. Ihr wisst schon. Nur für den Fall. Natürlich, gerne. Ja, Kiaras, wenn du nach oben trittst, steht vor dir ein 2 Meter großer Waldmensch, der dich finster mustert. Ich hör, Volu, ich dich töten, wenn du Fehler machst. Deckt er dir zu. Sei gegrüßt, Havalu. Ich bin Kiaras. Erfreut dich kennenzulernen. Woher stammst du, mein Freund? Ich, Jako Stell, Waldmensch. Ich schneide Köpfe von anderen Waldmenschen ab. Ich verkaufe in Sklaverei nach Al-Anfa. Jetzt seid ihr hier. Ihr seid weit gekommen. Nun denn, begleitet mich doch und eure Anwesenheit erfreut mich. Ja, ich folge Kiaras auf Schritt und Tritt. Wo Kiaras hingeht, folge ich. Ja, damit hast du den zweiten Begleiter. Also wie gesagt, einmal Havalu und Marafim. Ja, derweil und, können... Ich ignoriere beide und gehe dann auf Boltax zu und spreche auf ihn einen erweiterten Harmoniesegen auf Zeit. Auf das Raya über ihn wacht und ihm Harmonie schenkt. Ist da eine Erschwernis eingetragen? Ja, ich habe es erweitert, also es ist Erschwernis 0. Und ich habe jetzt keine anderen ewig vielen Sachen genommen. Ist Erschwernis 0? Ja, weil Harmoniesegen ist meine Hauptsegnung. Also von Grad 0 auf Grad 1 hochgebracht. Genau, also hat er doch eine Erschwernis. Ja, nein. Nein, ich habe statt einer Erleichterung von 2 jetzt eine Erschwernis von 0. Segnung. Das heißt, es ist um 2 erleichtert. Durch das Aufstufen von 0 auf 1 wird er dann 2 erschwert, von minus 2 auf 0. Ja, gut. Ja, wunderbar. Dann fühle ich mich noch wesentlich wohler an Bord. Nicke Kiaras nochmal dankbar zu. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, nun. Die Göttin ist immer mit uns. Ja, und es schwankt gleich viel weniger, das Boot. Wunderbar. Ja, dann, was wolltest du mir zeigen? Den Zwerg. Sag, wo ist er denn? Da vorne plant er doch schon. Ja. Ein anderer Zwerg auf einem Schiff. Das ist ja auch, das sieht man nicht alle Tage. Ja, ihr könnt tatsächlich mehrere Zwerge erkennen, die hier vor allem für die Belagerungsgeräte dann zuständig sind. Gerade oben auf dem Hauptdeck könnt ihr den langen Alrik erkennen, ein riesiger Harpunal, der dann ausgerichtet werden kann. Eventuell auch für sowas wie die Drachenjagd oder so, ganz ausgezeichnet, also schweres Belagerungsgerät. Ganz oben auf dem Vordeck dann den großen Belemann, einen Bock, mit dem man dann auch Türme einreißen kann. Und überall könnt ihr dann die Stimme von Fusakel erkennen, der mal hoch, mal runter geht, die Treppen hoch und runter läuft und dann könnt ihr gemeinsam auf ihn zugehen. Schaut euch kurz an. Ah, ist im Weg! Was wollt ihr? Fusakel, ich soll nach der Tonne fragen. Tonne? Wofür die Tonne? Nach der Tonne halt. Meinst du die Tonne? Die vom Bordkaplan? Scheinbar. Ah, wo haben wir die wieder hingeräumt? Ja, wenn die Leute nicht mal alle wieder aufräumen, dann, er schmeißt dir einen Schlüsselbund zu, vorne ist das Magazin. Ich glaube, das kennst du auch noch. Zwinkert dir zu, schau mal irgendwo im Magazin oder beim Ankerspiel. Da könnte die Tonne stehen. Ja, und Thema, schau mal. Ich tue einen Schritt in die Seite. Das hier ist Boltax. Er hat noch nie einen Zwerg auf See gesehen. Viel Spaß. Voll Idiot. Ich weg, bevor irgendwas explodiert. Geh mir gar nicht im Weg. Was? Ich? Ja, wuselt er auch gleich wieder weiter. Wie alt ist der denn? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. 23. Ich schüttle nur den Kopf. Denk mir, das müsste ihm noch ausgetrieben werden. Aber ich sage nichts weiter dazu. Ich gucke mir das Treiben von ihm mal von erhöhter Position aus an. Explizit von Fusakel?
Ja, ein blondbärtiger Zwerg in bunten Lodenstoffen. Also auch er trägt sehr, sehr wenig Leder, was da eingearbeitet ist. Einen großen Werkzeuggürtel, ist überall mit schwarzer Schmiere beschmutzt und läuft da dann rum. Du bist dir nicht ganz sicher, woher er kommt. Du würdest sagen, wie alt ist der? Vielleicht nicht ganz 100, würdest du meinen, aber definitiv älter als du. Er hat so einen Eisenwälder-Einschlag, würdest du meinen. Ne? Also so von seinen Gesichtszügen könnte er aus dem Eisenwald kommen. Und herumfusakelt dann. Das ist tatsächlich ein fester Begriff, der an Bord der Seeadler geplagt ist. Also keiner schafft es tagelang so hektisch, wortreich und effektiv irgendwas instand zu setzen, Untergebene herumzuscheuchen und dabei auch sein geliebtes Pferdocker Bier in sich zu schütten. Also du siehst, wie da wohl oben auf den Holzplanken immer mal so ein großer Krug steht, der dann nach und nach in sich reinschüttet, damit rumläuft, abstellt, weiter trinkt und dann auch irgendwelche rogolanschen Begriffe in sein Bart murmelt, irgendwelche Leute in Rogolan anschreit, die wohl keine Ahnung haben, was er davon denn will. Er ist unglaublich hyperaktiv, würdest du meinen. Interessant. Das behalte ich meinem Hinterkopf. Oh, eine Bugrotze! Eine Gruppe holt mir die Bugrotze, zwei runter! Und ihr trimmt das Laufende gut! Er ist kurz vorm Zerreißen! Ist der Zwölfer Steven schon eingepicht? Was will der Kapitän? Mann, Mordner, sag ihm, dass die Pinne in 3 Stunden wieder voll einsatzbereit ist. Was machen die anderen derweil? Abel mir! Also ich weiß nicht, ob die Geschütze abgedeckt sind mit einer Plane oder sowas? Noch nicht. Also die Geschütze selber, nein, sind sie nicht. Aber die anderen Baumaterialien für Ilso, die werden dann wohl irgendwann mal abgedeckt werden. Ja, ich begutachte höchst interessiert die Belagerungsgeschütze. Weil ich fasse sie explizit nicht an. Ich schreite nur drum rum und gucke genau hin, beuge mich runter und inspiziere alle möglichen Ecken von diesen Belagerungsmaschinen. Ja, du kannst dann auch wohl erkennen, wie irgendwo sich von hinten ein Matrose an dich heranschmiegt, an dir vorbeigleitet und dann so ein bisschen über diese Rotze hinüberstreichelt und sie liebkost und seinen Kopf an diese metallenen Gegenstände dann drückt. Sind sie nicht schön? Ein hervorragendes Geschütz. Eigene Fertigung? Ja, wir gießen selber, wir gießen selber. So viele Rotzen, wie ab und zu verloren gehen. Wenn wir unten in der Zimmermanns, in der Werkstatt noch etwas Zeit haben, dann können wir sogar selbst gießen. Interessant, interessant. Habt ihr auch einen Namen für dieses wundervolle Gerät? Das ist die Kaiserin Scheller. Eine leichte Rotze. Wunderbar. Und das da drüben, könnt ihr es erraten? Er zwinkert dir zu. Bardo? Ja, Kaiser Bardo. Er freut sich und klatscht so ein bisschen in die Hände und reibt dann wieder so ein bisschen mit das Metall rüber. Kriege ich das mit? Wenn du möchtest, kannst du das mitkriegen. Das sind zwei sehr interessante Namen für... Ich habe sie einmal getroffen, also Cella und Bardo. Und ich treffe mit diesen Babys ganz viel. Kann ich mir vorstellen. Das ist ja, also, wirklich beeindruckende Arbeit. Seid ihr derjenige, der sie gebaut hat? Ich bin der Richtschütze. Er gibt dir die Hand. Ich bin Prüttel. Freut mich, Prüttel. Ich bin Boltax. Wollt ihr auch als Richtschütze anheuern oder seid ihr einfache Matrosen? Ich bin einfach nur interessiert. Ziert. Ich bin hauptsächlich an der Mechanik interessiert. Ich interessiere mich sehr für diese Art von Geschützen. Ich finde sie äußerst effektiv und spannend. Seht doch einmal, dieses Zahnrad, wie es übergreift in das andere Zahnrad und streichle noch vorsichtig über dieses über das Holz von dieser ein Aal. Das ist jetzt eine leichte Rotze. Oh, von einer leichten Rotze halt. Eine zärtliche Berührung. Ich merke, wir verstehen uns schon. Ich bin genauso verliebt. Dürfte ich mir das größere Gerät auch noch einmal genau betrachten? Ja, sie sind nicht geladen und nicht gespannt. Also, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch nochmal... Ja, klar.
Er nimmt dich an der Hand, also er zieht dich so ein bisschen, greift liebevoll deine Hand und zieht dich dann die, ja, es sind wahrscheinlich dann nur 2 Meter, aber geht dann gemeinsam rum und legt dann deine Hand auf den Bock. Ah, hier können wir ziehen. Und dann, oh, ich will das jetzt nicht machen, sonst kriege ich wieder Ärger von Fusakel, der sieht das immer wieder und dann schickt er mir die Optus. Ach, aber stell dir vor, wenn wir irgendwelche Türme einreißen, wir haben schon in Mendena, haben wir schon das ein oder andere kaputt gemacht. Was ist die maximale Reichweite von diesem Geschütz? Also die Guten schaffen es auf 800 Meter, aber wenn du wirklich viel vernichten willst, dann solltest du dir das Geschütz ganz in der Mitte ansehen. Das können wir auch noch drehen und ausfahren. Das ist dann eine etwas größere Waffe. 800 Schritt? Wow. Ja, das findet man auf keiner normalen Galeere. Ich krieg mal nochmal Luke. Beuge mich nochmal runter, guck nochmal ganz tief in diese Mechanik hinein. Ja, und du siehst, wie irgendwas zurückstarrt. Ah! Ich spring zurück einen halben Schritt. Ja, du bist da wohl gerade so ein bisschen untergekrabbelt, runtergekrochen, hast da wohl die Mechanik begutachtet und liegst da jetzt gerade auf deinem Rücken. Kannst du jetzt nur irgendwie versuchen, auf deinem Rücken dann wieder runter zu robben und siehst dann wieder wohl irgendwie. Verdammt, ist das ein Krokodil? Was ist das Adel denn? Mehr? Alles gut? Nein! Das Ding gibt dir die Hand. Ein Krokodil gibt mir die Hand? Ja, also so ein kleines Krokodil wirst du meinen. Oh Gott. Also ja, es hat Hände, es guckt dich mit einer langen Schnauze an. Du siehst, wie die so Reißzähne geöffnet sind und stuppert gar nicht an dir, aber du siehst, wie dann so eine kleine Hand runterkommt, die so ein bisschen länger wird und es hat eben gesprochen. Ich reiche ihm die Hand und schüttle sie so. Guten Tag. Moin. Jalan Yamorinus. Quatsch, Abelpier Yamorinus, verzeiht mir. Du bist ganz verwirrt. Das passiert öfter mal. Wer oder was seid ihr? Ich bin Lido Kork. Moin, das ist mein Schiff. Ich bin der Kapitän hier. Ich verstehe. Ihr seid der Kapitän? Ja. Ich gucke jetzt auch mal unter das Geschütz. Ja, Boltax, du kannst da wohl erkennen, wie er sich mit irgendwas unterhält und siehst da so einen Schatten, eine Echse oder sowas. Ich hab Dämmerungssicht. Du hast Dämmerungssicht. Hast du denn Tierkunde? Tierkunde, einen Moment. Ja, ein bisschen glaube ich schon. Jetzt nicht so mega gut, aber auf 9. Mach mal. Du hast Vorteile gegen Echsen, ne? Nee, tatsächlich nicht. Hast du nicht? Ja gut. Gib mir nochmal eine Magiekundeprobe hinterher, das kann jetzt Abel mir auch nochmal würfeln. Er hatte ja stattdessen die Gräume genommen. Genau. Also ich mag Drachen trotzdem nicht, aber ja, Zwerge kriegen die Vorurteile nicht automatisch. Deswegen. Okay, nee, hatte ich jetzt angenommen, weil das sehr viele haben. Ja, es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen Klabautermann. Also ein Kobold-ähnliches Wesen aus reiner Magie. Ha! Also, sowas! Da habe ich ja. Interessant, ich habe noch nie einen. Ihr seid gerade richtig gekommen zu meiner Offiziersbesprechung. Das ist meine Kajüte. Freut mich. Wollt ihr noch ein paar andere Freunde dazu holen? Wir legen uns alle unter diesen Bock hier. Das klingt lustig. Ja. Ich habe, glaube ich, die richtige Größe dafür. Ja, ihr könnt auch wohl erkennen, wie Avianda gerade ihren Kopf dazu reinsteckt und sich auch dann irgendwo neben Abel mir gelegt hat, um dann interessierter mitzugucken. Das ist Lido Kork, der Kapitän. Oh, hallo Lido Kork. Hallo. Ja, was machen die anderen derweil? Ihr könnt erkennen, wie Abelmir, Boltax und Avianda da sind. Ja, also wo treiben sich die anderen gerade rum? Ich weiß nicht, ob ich die Tonne gefunden habe. Du hast die Tonne gefunden. Hast die Schlüssel genommen, hast nochmal nach deinem Bauchraum getastet. Die Splitter stechen wohl jetzt nicht mehr in dir, aber den Schmerz spürst du als Phantomschmerzen immer noch. Ich weiß nicht, was es mit diesem Schiff ist, das Bäuche immer angreift. Als dich dieses widerliche Ding, dieses schneckenartige Wesen mit Stacheln aufgespießt hat. Und du kannst dann die Tonne nach und nach dann nach draußen wuppen. Ist eine ganze Menge Wasser drin, mehr sonst nicht. Also einfach nur gesegnetes Wasser. Was tut ihr? Okay, da ich jetzt begreife, was ich mit der Tonne sollte, lasse ich sie auch wieder hier.